child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from Schutzraum finden im Starnthalerhaus in Starnberg, in der Stiftungsfinca Can Sobrera auf Mallorca. Sometimes I feel like a motherless child. Zivilcourage bedeutet ja auch die Courage, also den Mut zu einem Verhalten, das man mit Fug und Recht als zivilisiert bezeichnen kann. Und ich glaube, wenn es in diesem Sinne um Zivilcourage geht, ist Düsseldorf ein Ort, wo wir dies gegenwärtig sehr eindrucksvoll demonstrieren. Sie wissen, Sie können sich denken, wovon ich rede. Ich glaube, der große Zustrom von Menschen, die hier in Düsseldorf Zuflucht suchen, stellt unsere Stadt für eine große, wirklich sehr große Herausforderung. Wir müssen fast jeden Tag die Zahlen nach oben korrigieren. Ich komme eben aus dem Krisenstab. Wir erwarten noch größere Zahlen, womit wir bisher gerechnet haben. Aber ich finde es großartig, wie meine gesamte Stadtverwaltung, es waren alle Amtsleiter am Sonntag vertreten, wie meine gesamte
die Stadtverwaltung, aber die ganze Bürgerschaft diese Herausforderung als, ich möchte mal sagen, als Lackmustest versteht, dass eben das Bekenntnis zur Toleranz, zur Weltoffenheit nicht nur etwas ist für Sonntagsreden, sondern gerade dann, wenn es gefordert ist, eben auch durch Tat, durch tätiges Handeln demonstriert werden muss. Und ich finde es, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder von heute Morgen gesehen haben, als die ersten Flüchtlinge mit den Zügen aus Budapest über München in Düsseldorf angekommen sind, wie die Menschen hier begrüßt wurden. Aber es sind nicht nur die, die am Bahnhof standen, es sind ganz viele, die jeden Tag helfen. Und seien es so einfache Dinge, wie dass man den Flüchtlingen hilft, Behördengänge zu machen, dass man den Flüchtlingen, selbst wenn man keine pädagogische Ausbildung hat, Deutsch beibringt. Wenn wir hier heute über Toleranz und über Flüchtlinge reden, dann ist das, glaube ich, etwas, wo wir Düsseldorfer sagen können, wir wissen sehr genau, was Krieg und was Vertreibung bedeutet. In meiner ganz eigenen Familie, wenn man 70 Jahre zurückguckt, war es so, dass mein Opa, der Vater meiner Mutter, aus dem Krieg von der Ostfront zurückkam mit vielen Wirrungen und später an den Folgen verstorben ist. Väterlicherseits, meine Familie, mein Vater, meine Oma, aus Oberschlesien vertrieben, über viele, viele Wochen in einem Lager konzentriert, vielleicht doch, unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Mein Vater ist an Typhus erkrankt, er hat lange gegen diese Krankheit gekämpft, er hat sie mit Mühe besiegen können und die am Ende es endlich geschafft haben, wegzukommen aus dem Terror, der in ihrer Heimat vorher ist. Die Aufgabe für uns als Politik im Deutschen Bundestag für die nächsten Wochen eine Perspektive zu zeigen. Eine Perspektive, wie viele Flüchtlinge werden wir in Deutschland aufnehmen. Ich glaube, unsere Chance besteht darin, als Düsseldorfer unsere Toleranz mit unserer Leidenschaft für das gute Verwalten zusammenzubringen. Denn wir müssen bei diesem Thema nicht nur den Problemen hinterherlaufen, die groß sind, sondern wir müssen auch in die Vorhand kommen. Und wer, wenn nicht das reiche, starke, leistungsstarke Düsseldorf, kann hier auch ein Leuchtturm dessen sein, wie man mit dem Flüchtlingsthema umgeht. Und da sind viele Fragen auf unserer Agenda, die wir lösen müssen. Die heute in den Flüchtlingsunterkünften ankommen, haben oft Schreckliches erlebt und sie haben einen anderen Empfang verdient als pöbelnde Rechtsradikale. Und der Deutsche war gleichzeitig verantwortlich für alles, was im Krieg in Rumänien passiert war. Er war Minderheit, man durfte die Sprache kaum sprechen und er hat schon in jungen Jahren erfahren, was es heißt, wenn man seine Meinung nur heimlich sagen darf. Er hat erlebt dann, was es heißt, auszuwandern, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, ein freies Leben ohne Angst. Und dann in Deutschland, wohin er 1963 mit seinen Eltern kam, war er zu Beginn wieder der andere, nämlich der Rucksack. Die Außenseiterrolle prägte Heines Leben, sein Werk und auch dessen Rezeptionsgeschichte. Und noch bis ins 20. Jahrhundert gab es in Städten Diskussionen, ob man dem denn ein Denkmal, eine Straße, damit etwas widmen könne, weil man ihn immer noch weit nach seinem Tod nicht wirklich als Deutschen anerkannt hat. Deshalb ist das ein Preis, der, glaube ich, auch mehr ist als mancher andere Preis, lieber Peter. Und deinen Beitrag für die Bild am Sonntag, den möchte ich zum Abschluss einmal unmittelbar zitieren, sagt Peter Maffay. Hallo. Etwas, was schon auch über den Tag hinaus liegt. Menschen, die der Verfolgung und dem Tod entkommen sind, müssen wir ungeachtet
Sometimes I feel like I'm almost gone, way up in the heavenly land, way up in the heavenly land. Ich dachte, es wäre so.
Way